Liebe Schwestern und Brüder, wir lesen die Makkabäerbücher und wir haben als Lesung heute eine dicht gedrängte Zusammenfassung eines sehr langen, über 60 Verse umfassenden Kapitels vernommen. Es ist eine interessante Geschichte mit den Makkabäerbüchern, die ja nur hier bei den Christen, die uns bekannt sind, im katholischen Kanon-Verzeichnis der Schriften drin sind. Im protestantischen Kanon fehlen sie. Alle altorientalischen Kirchen haben die Makkabäerbücher in ihren Sammlungen. Die griechisch-orthodoxen neigen dazu, es als kanonisch anzusehen, und die russisch-orthodoxen, nachdem sie eher dem Protestantismus in diesen Fragen folgen, kennen, haben dieses Buch nicht in der Sammlung. Die rabbinischen Schriftgelehrten haben dieses Buch auch nicht in ihrer Sammlung, was umso erstaunlicher ist, als es ja um die jüdische Identität geht. Im Judentum beginnt man erst mit der Nachbetonung des Chanukka, des Lichterfestes, des Tempelweihfestes, im 10. nachchristlichen Jahrhundert diese Schriften zu zitieren. Auch im Neuen Testament gibt es kein einziges Zitat oder Hinweis auf die Makkabäerbücher, auch die apostolischen Väter noch nicht, aber dann. Wir verdanken im Grunde genommen diese Makkabäerbücher in der biblischen Sammlung den Kirchenvätern, der Kirche, die sie hochschätzt und zitiert. Aber warum? Warum geht es den Kirchenvätern um jüdische Identität? Es geht ihnen natürlich nicht darum, sondern es ist, wie wir das vielleicht manchmal aus dem Requiem kennen und wie uns das vielleicht die einzige Begebenheit, die uns aus den Makkabäerbüchern bekannt ist, es ist das Schicksal der Märtyrer darin. Dieses etwas scharfkantig geschriebene Buch blickt zurück auf eine geschichtliche Situation. Es ist wahrscheinlich kein Augenzeuge, der das schreibt. Und er schildert diese Situation wirklich scharfkantig. Denn die syrischen Seleukiden sind eigentlich bekannt für ihre tolerante Religionspolitik, auch wenn gerade Antiochos IV., von dem hier die Rede ist, sich in einigen Punkten derb daneben genommen hat. Worum geht es? Wir werden die Geschichten der Märtyrer noch hören. Das ist sehr einleuchtend. Aber ist nicht die gleiche Frage, die hier zugrunde gelegt wird, auch unsere Frage? Es ging damals um Öffnung, gar nicht so sehr um eine Frage, die von außen ins Judentum hereingetragen wird, sondern die von innen aufbricht. Soll man sich öffnen? Sollen wir nicht auch andere kulturelle Dinge wertschätzen und annehmen? Denken Sie nur daran, wie viele Getaufte heute bei uns aus Langeweile an ihrer eigenen Religion oder aus Unkenntnis Buddhismus ganz toll finden und finden das auch miteinander vereinbar. Eine hohe Attraktivität für eine kulturelle Welle. Das ist eine Welle, eine Modewelle. Aber es gibt sie. Oder andere religiöse Praktiken. Es gibt Bundestagsabgeordnete, die höchst allergisch sind, wenn das Stichwort Kirche oder christliche Religion fällt, aber die mit einer Selbstverständlichkeit zum islamischen Opferfest gehen, weil sie sagen, das ist uns sehr wichtig, dass wir das anerkennen. Da ist also Berührung mit Religion kein Problem, aber das eigene wird zum Problem. Eine große Konfrontation findet auch hier statt zwischen Öffnung, die so stark ist, dass sie zum Verlust der eigenen Identität führt. Dass man am Ende gar nicht mehr weiß, wer man ist, was man ist, wozu man etwas ist. Und die starke Eingrenzung auf eine klare Identität, die schließlich auch mit dem Martyrium besiegelt wird. Wir mögen diese Frage weit von uns schieben, aber alles, was wir zurzeit auch in unserem Land diskutieren, auch die vielen Bewegungen und Spannungen, die es gibt, die vielen schmerzhaften Zerteilungen, gerade auch in den Meinungen der Kirche bis hinein in die Bischofskonferenz hinein, zeugen von dieser Grundspannung, die hier skizziert ist. Und deshalb lohnt es,
auf das Zeugnis dieser Bücher immer wieder zu hören. Und auch, wie es die Kirchenväter taten, das Blutzeugnis dieser Märtyrer zu ehren, weil sie in direktem Kontakt stehen zu den Märtyrern der Kirche.